Hallöchen, da sind wir wieder. Hi. Wer ist schüchtern jetzt geworden auf einmal? Könnt ihr nochmal machen? Warte. Hi Leute, wir haben jetzt Preisverleihung. Hey, wie geht's? Alles klar? Habt ihr gut geschlafen? Hattet ihr jetzt ein paar Minuten, ne? Bisschen Luft, keine Stimme im Ohr, die euch anschreit. Und es geht schon direkt los mit der Preisverleihung. Aber vorher noch eins. Juni? Danke. Bist du bereit, Tristan? Voll, aber sowas von. Voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben so, ihr könnt euch gleich denken, mit welchem Contest wir als erstes beginnen, wenn ich die Teile hier in der Hand habe. Wir fangen an mit dem Cosplay-Performance-Wettbewerb. Und auch da fangen wir an mit den drei Gruppen-Performances. Alle drei Gruppen mal bitte kurz auf die Bühne. Wo seid ihr? Cosplay Performance, gesponsert von Cosplay Shop und Y-Food. So, wo sind unsere Gruppen? Alle Gruppen. Ha? Ja, ist egal. Du vertrittst sie. Genau, da sind sie. So, und da seid ihr. Genau, auf die Bühne mit euch. Da sind so Stufen, ähnliche Geräte. Genau. Also, man kann sich gleich denken, es gibt drei Leute, also gibt's, es gibt meistens immer einen dritten, zweiten, ersten Platz und wir hatten drei Gruppen. Heißt, alle drei gewinnen zumindest irgendwas. Hey, also seid ihr schon Gewinner? Ihr seid alle drei schon mal Gewinner, richtig. Okay, wir fangen an mit dem dritten Platz. Auf dem dritten Platz ist unsere Attack on Titan Performance. Ihr gewinnt 50 Euro, einen Haufen Y-Food und einen Sackerl. Und ein Sackerl. Ein Sackerl. Bald schaffe ich es, Leute. Eine Tüte mit Überraschungen. So, so, und jetzt kann man sich denken, wenn ihr einen zweiten Platz announced, kennt man den ersten auch gleich oder umgekehrt. Wie soll ich es machen? Soll ich den ersten sagen oder soll ich den zweiten sagen? Wer ist für den ersten? Wer ist für den zweiten? Der zweite war Mehrheit. Okay. Gut, dann fangen wir mit dem zweiten an. Das heißt, der erste wird es gleich mal wissen. Auf unserem zweiten Platz ist unsere Minecraft-Performance. Das heißt, gewonnen hat unsere Naruto-Performance. Zusätzlich gewonnen habt ihr eure Performance beim Finale vom ECG 2023. First place! Glückwunsch! 200 Euro! Alle drei... Nur die Gewinner, oder? Achso, ihr müsst nach vorne kommen, ne? Geht das da? Könnt ihr in die Mitte kommen einmal? Alle mal bitte in die Mitte, auf die Mitte. In die Mitte. Kommt ihr mal hier hin? Ihr hier hin? Genau, und du komm mal hier hin. Ich kann kein Deutsch, mir tut mir leid, ich hab zu viel geredet. Ihr schafft das. Dankeschön. Hoppala, wir lehnen es mal gegen dich hier und dich machen wir hier hin. Super, toll seht ihr aus. Applaus! Ah! Jetzt aber. Sind das fette Schecks? Fertig geknipst? Nein, noch einmal. Dahin gucken. Super, zack, zack, vielen Dank. Zack. Die Schecks könnt ihr mir auch geben. Moment. Bitteschön, Applaus. Ein Foto nochmal. Ein Applaus. Ihr seid fertig. So, das ist euer. Nehmt euch Sackerl. War gut? Warte, was? Sackerl. No! Ich hilf's euch gleich. Ja. Nehmt's am besten von unten, genau. Tschüss! Herzlichen Glückwunsch! Ja, so, so, ja. So,
Für unsere Solo-Performance bitten wir wieder unsere Jurymitglieder auf die Bühne. Please welcome our judges for the performance contest, yes. My dear judges, please. Let's go. Okay, let's go. So. Welcome back. Okay. Wir hatten 10 Teilnehmer heute beim Solo Performance Contest und wir fangen gleich an. Auf unserem dritten Platz. Ein großen Applaus für Atelier Max. Glückwunsch! Max, wo bist du? Max, where are you? Da ist er schon. Da ist er. Applaus, Applaus für den Dritten. Kannst ruhig hingehen. He did a really good work on the beer, really lot of work on the armor. It was really, really nice. I really like the paint job. And the performance was, we understand the story. It was with a lot of energy. So really congratulations. And thank you for the show. Thank you. Hol den Check up. Kriegst du eine Tüte und dann wartest du noch bitte einen Moment, ja? Okay. And for a second place, please announce who won the second place. Okay, hi, hello. So first I'd like to say a few things about the contestant that won the second place. So this cosplayer used many different techniques and materials that had very beautiful finishes, details, and colors that altogether looked very vibrant. We also really liked the interpretation of the character based on the reference picture. And when it comes to the performance, it looked very well rehearsed. And we also liked the usage of the props that were also nicely done. So altogether, it was a very well-rounded costume, but and also the performance. So and now the second place goes to Silver Lining Arts with Chris Woo-hoo. From Deltarune. Okay. Die Freude ist groß. Und nochmal einen fetten Applaus für den zweiten Platz. So, über. Achso. Wart ihr noch kurz? Tüte kannst du mich gleich. Tüte kannst du ein bisschen stehen. Genau. Einfach hier warten. Überbleiben süß, tut ne? Nur noch der erste Platz. Und auch hier, der erste Platz gewinnt zusätzlich den Eintritt ins Finale beim ECG 2023. Oh. Please, Tenko, tell us, who won? So many things in my hand. So, the person we chose for first place showed a lot of different techniques. They were all very well executed. They presented their costumes so well in the judging room, and they really loved their character. We thought that they embedded this character both in the judging room and onto their performance. And therefore, we would like to give the first prize to all of our favorite crazy girl, Elenia Frost as Jinx. Woo-hoo! Applaus, Leute! Gleich links und rechts. Ja, gleich, gleich. Tüte bitte ruhig stehen lassen. Gleich deine Mitte. Warte mal, bis der kommt. Herzlichen Glückwunsch! Kommt ihr daneben einmal? Die Jury auch mit drauf, ja? The please. Judges, left side, right side, please. Yeah. You can hold this. I can hold this. Another one. You need more you can hold this one.
Einen fetten Applaus für den Mut und für die Leistung. Oh, stimmt. Das mache ich schon. Einmal in die Kamera gucken. Tschüss. Passt, danke. Super, thank you. Okay, noch eine Kleinigkeit, nicht vergessen. Wir hatten auch diesmal unseren Publikumsliebling. Steht der auch hier, Tristan? Oh, können wir schon machen. Also, unser Publikumsliebling vom Cosplay Performance Contest waren Sabaku und Ziora. Kommt noch mal auf die Bühne. Auch da noch mal. Stellt euch einfach. Genau. Ja, nice. Und die Urkunde bitte. Und den Pokal richtig rumhalten. Ein großer Applaus an Mann, alle! Wird ja immer größer, die Gruppe. Was ist das jetzt? Fotofest. Okay, machen wir das als nächstes, oder? Ja. Sarah? Okay. Jetzt haben wir es aber. Okay, passt. Sind sie erlöst, Tristan? Ah, stimmt. Ja. Du machst ja die Gilde. Ja, du überreichst. Ja. Willst du noch irgendwas zur Gilde sagen? I think, good. Good job. Danke, thank you. Und das nehme ich auch noch weg. Genau. Dann viel Spaß, Dankeschön und einen kleinen und großen und riesigen Applaus für alle. Okay. Wir machen weiter mit dem ersten Platz von der heutigen Fotoquest. Also, gewonnen hat unsere Fotoquest. Hoppy Fox! Kleine Information, die Fotoquest war veranstaltet von der COS-Guild, der ersten österreichischen Gilde für Cosplay und Fotografie. Magst du noch was dazu sagen? Ja, ein paar kleine Worte schaden nie. Wir freuen uns natürlich, dass ihr mitgemacht habt und wir freuen uns auch, wenn ihr unserem Server auf Discord vielleicht beitreten möchtet. Die COS-Guild Austria steht für den Zusammenhalt, den diese Szene ausmacht. Und wenn wir diesen eben auch auf Discord weiter praktizieren können, eben auch mit euch, würde uns das einfach freuen. Je mehr, desto besser, damit wir einfach alle noch mehr gemeinsam diese tolle Szene genießen können. Okay, vielen Dank. Hoppy Fox, bist du da? Hüpf, hopp, ne? Okay, Hoppy Fox, du kannst deinen Preis bei der COS-Guild abholen, falls du das gehört hast oder falls irgendwer Hoppy Fox kennt. Der Preis liegt bei der Gilde. Danke! Was ist das nächste? K-Stage. Okay. K-Stage ist das nächste, oder? K-Pop was? Fotoschnitzeljagd. Okay, als nächstes die Preisverleihung für die K-Pop Fotoschnitzeljagd. Hi! Hi, wir sind Mindule von der K-Pop Area und wir hatten eine K-Pop Idol Schnitzeljagd. Wir hatten 12 Fotos versteckt auf der Con und die Leute mussten sie finden, Poses machen und Selfies damit. Und wir werden jetzt schauen, wer der glückliche Gewinner ist. Trommelwirbel. Und gewonnen hat Melanie und auf Instagram ist das Amy_Mela. Bist du da heute? Beweg dich, hüpf, wenn du da bist, dann wissen wir, dass wir den Preis gleich übergeben können. Melanie, Amy_Mela. Nein, scheint nicht so. Okay, dann werden wir dir den Preis zukommen lassen. Wir melden uns bei dir auf Instagram. Danke nochmal alle fürs Mitmachen und viel Spaß noch. Danke auch. Bye, bye. Irgendwie muss ich jetzt an Ariel denken. Sieh dich nur um,
Ist das nicht schön? So, weiter geht's. Wir hatten heute natürlich wieder ein Anime-Quiz. Wie hat's euch gefallen? War's zu schwer? Nein. Nein, sehr gut. Das nächste Mal wird schwerer. Hey, ich kannte fast alle Antworten, Tristan. Ja, weil du einen Lösungsbogen hattest. Ach ja. Okay, auf unserem dritten Platz ist Tom Nooks Fanclub. Seid ihr da? Glückwunsch. Ich muss dazu sagen, wie hieß die nochmal? Ritterliche Garde, ne? Nee, wir waren nochmal so knapp dahinter. Knapp dahinter, aber das weiß ich nicht mehr. Der Ritter der Flauschigkeit. Die Ritter waren ganz knapp dahinter. Ganz knapp war das. Tom Nooks Fanclub, ihr seid Ritter geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ach, ihr seid das. Ja. Die Profi. Bleibt einfach kurz auf der Bühne. Könnt ihr schon mal halten, hä? Auf dem zweiten Platz ist das Team Skyed Lotus. Applaus, da sind sie. Outplays die Opfer. Ihr habt euch aber lieb. Glückwunsch. Moin. Ich meine, da sind Stufen, ne? Also, man muss die ja nicht benutzen. Geht der ein bisschen auf die Seite? Ja, dass der Erste gleich in die Mitte kommt? Danke, genau. Danke. Wir sprechen ja immer nur von 1,5 Punkten maximal Unterschied, ne? Okay. So, und die Sieger des Anime-Quizzes heute. Das Team, Fünf Schnitzel! Wo seid ihr? Sind die jetzt nicht da? Sind die Sieger nicht da? Fünf Schnitzel! Ah, da kommt wer? Einer, der Vertreter der Bande. Bist du alleine angetreten? Nein, das waren mehr. Ach, da oben sind sie! Ah, da kommen sie! Fallt nicht die Treppe runter, aber beeilt euch! Kein Stress, aber macht schneller. Ihr habt da was liegen lassen, und zwar Geschwindigkeit. Da seid ihr, die Gewinner. So, kommt ihr einmal daneben. Ein Applaus. Alle nebeneinander. Komm ein Stück vor. Daneben, genau. Und einmal dahin gucken. Winken! Vielen Dank! Dankeschön, auf Wiedersehen, herzlichen Glückwunsch! Schön, dass ihr dabei wart! Unicorn-Schild her, sonst gibt's Ärger. Nö, meins. So, auch heute gab es wieder den Exit the Room. Anscheinend, beziehungsweise leider sind alle entkommen. Wir können keinen käuten. Also, heute erster Platz mit 4 Minuten und 6 Sekunden im Death Note Exit the Room. Team Loki Klokis. Seid ihr da? Hand hoch! Ah, da seid ihr! Mein Mikrofon geht nicht! Hallo! So, Gratulation! Gratulation! Herzlichen Glückwunsch! Mein Mikro geht wieder. Wir waren so schnell wieder weg. So schnell, wie sie aus dem Raum waren, waren sie wieder von der Bühne. Ah, ist schon okay.
Hier, nimm mal einen hiervon. Ja, es bleibt da stehen. Winkt ruhig rein, ist ein Video. Genau. Also, Daniel, du weißt ganz genau, was es heißt, wenn ich diese Box in meiner Hand habe, oder? Geschenke für mich. Ja, für dich. Also, wer hat die legendären Pokémons gefunden und gewinnt den Preis? Ich will der Allerbeste sein. Lauter! Sehr gut! Sehr schön. Und gefunden, gefangen, gesehen hat sie Thomas Wurz. Thomas, bist du da? Heb die Hand. Die linke bitte. Da ist er, da links. Glückwunsch. Thomas, gratuliere, AKA Thomas. Ash. Ja, ja. Bye. Glückwunsch. Kann nicht jeder hier oben stehen. So, Daniel, und was heißt, wenn ich die Box in der Hand habe? Ah, der größte Schatz der Welt? Ja. Ihr wollt meinen Schatz? Sucht ihn doch. Okay, das hat keiner mehr verstanden. Passt. Open the Truhe. Also, wer gewinnt diesmal alles? Nein, nicht alles. Sponsert bei Elbenwald. Elbenwald ist geil und gewonnen hat Manuel Stegner. Manuel, bist du da? Manuel, die Vertretung? Die Vertretung kommt. Manuel A. Der ist sich gerade Alkohol holen. Jetzt hätte ich fast deinen Preis vergessen. Dann hast du jetzt gewonnen. Applaus für die Schatzsucher. Super, danke schön. Okay, bist du frei schon, das war's schon. Okay, vom heutigen Pokémon VGC Halloween. Auf dem ersten Platz gewonnen hat Splatoon Controller. Bist du da? Da ist er. Gratulation, ein Applaus. Okay, passt. Perfekt, danke. Daniel, wie schnell kannst du zeichnen? Also ich glaube, wenn ich jetzt ein Pikachu zeichnen müsste, bräuchte ich so 3 Tage. Oh je, das reicht nicht für einen Speedart-Contest. Oh, dann bin ich wohl raus. Auf dem 3. Platz unseres Speedart-Contests heute ist Pink Yuki. Preise gesponsert von Luma. Hey, dich kenne ich doch schon. Die hat bei der Versteigerung was gesponsert. Jetzt ja, und sie war auch gestern noch auf der Bühne. Gestern auch noch auf der Bühne. Da bist du ja schon eine Rampensau. Egal. Jetzt einmal in die Mitte. Platz 3 ist das? Genau. Ah, komm, noch 2. Noch 2. Achso, ja, dann kannst du einmal hier kommen. Ja. Dankeschön. Ich kann schon mal das hier nehmen. So, wie lange hast du gebraucht? Auf unseren 2. Platz des Speedart Contests. Den Namen kennen wir auch schon. Gattaz! Bist du da? Machen wir gleich. Kurz da bleiben für ein Foto. Also knapp drunter wahrscheinlich. Dann kommt das Ankündigungsvideo. Ja. Also Platz 3 hat 30 Minuten gebraucht und Platz 2 hat knapp 30 Minuten gebraucht. Okay, passt. Also danach kommt jetzt schon Ankündigung. Ja, genau. Disco, Disco. 20 Okay, passt. Party, Party. So. Und auf dem 1. Platz des Speedart Contests ist
Nito. Bist du da? Ja, da kommt sie. Applaus, auch da oben. Ihr denkt, ich sehe euch nicht, ne? Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Wie lange hast du gebraucht? Eine halbe Stunde. Auch? Ja, war ja richtig knapp. So, das waren all unsere Preise schon heute. Das ging aber schnell diesmal. Das waren alle Preise? Ja, aber wir haben noch eine kleine Ankündigung. Bitte, Film ab oder Bild ab in dem Fall. Wir haben uns gefreut, viel Spaß mit euch heuer auf der Unicorn zu verbringen. Einen großen Applaus an euch alle. Warte mal, Tristan. Was kommt jetzt? Was denn? Kommt jetzt nichts mehr. Na schon, aber jetzt machen wir erstmal die Ankündigung. Welche Ankündigung? Ja, siehst du doch. Unicorn, 22. Oktober 23. Wir haben aber noch eine Preisverleihung, haben wir noch. Ja, für einen AMV-Contest, aber der kommt danach. Nee, wir haben noch eine Preisverleihung. Was denn? Die Elsa. Elsa hat noch einen Preis für jemanden. Wir haben noch einen Preis. Ja, ach, da kommt sie ja. Ein Applaus für Elsa, Freunde. Hallo Elsa, du hast gesagt, wir sollen dich nochmal hochrufen, wenn du noch einen Preis hast, ne? Und zwar für den besten Moderator der Charity-Versteigerung. Mach mal kurz die Augen zu. Und jemand muss das Mikro halten. Die drehen. Ich hoffe, die sind gewaschen. Ein Applaus! Großer Applaus an Daniel! Elsa, schau mal nochmal da oben hin. Okay. Jetzt bin ich eine Prinzessin, Leute. Die offizielle Prinzessin. Ich bitte nochmal das Bild wechseln. Die offizielle Prinzessin der Unicorn. Steht mir das? Dankeschön. Wir machen die mal so, ne? Du hast doch eine Freundin neben dir sitzen, die schlägt dich sogar gerade. Okay, also nochmal an alle für nächstes Jahr. Wir freuen uns, euch nächstes Jahr wiederzusehen auf der Unicorn 2023 am 20. bis 22. Oktober hier. Okay, freut euch drauf. Daniel, dein Ding nochmal. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, Leute. Hi. Das war richtig toll, aber ich bin noch nicht weg. Ich komme nochmal wieder, das wisst ihr ja auch. Und was ich nochmal sagen wollte ist, das waren die geilsten 3 Tage auf einer Convention, die ich je verbringen durfte. Aber dazu kommen wir später nochmal. Aber jetzt erstmal einmal Con, zweimal Con und dann dreimal Con. Und ich will dabei die Hände sehen, okay? Lass den Laden mal richtig brennen. Juni! Ja. Juni! Ja. Juni! Dankeschön! Danke! Und bis nächstes Jahr und wir übergeben an den AMV-Contest.